In diesem Video soll es darum gehen, wie man einen eigenen Prädikatsblock in Snap erstellt, beziehungsweise um die Frage, was ist eigentlich überhaupt ein Prädikat und wofür benötigt man das? Schauen wir uns Snap an, dann stellen wir fest, dass das diese sechseckigen Blöcke sind. Und diese sechseckigen Blöcke, die liefern immer wahr oder falsch. Ich könnte zum Beispiel einen Vergleich hier machen, ich könnte sagen 2 kleiner 7. Naja, und das ist ja nun mal wirklich wahr. 12 kleiner 7 ist allerdings falsch, denn 12 ist ja größer als 7. Ja, man kann auch so Blöcke nehmen, die logische Aussagen umdrehen. Zum Beispiel kann ich eine Aussage nehmen, dieser Block liefert jetzt immer wahr. Und wenn ich so mache, liefert dieser Block immer falsch. Und wenn ich jetzt das Falsch hier reinziehe, dann ist nicht falsch natürlich wahr. Ja, weil das ja das Gegenteil ist. Es gibt also immer nur zwei Möglichkeiten, die dieser Block liefern kann, wahr oder falsch. Und den kann man natürlich verwenden, zum Beispiel in so Anweisungen wie falls oder falls sonst. Ja? Falls 12 kleiner als 7 ist, dann mache das, was hier zwischen ist, ansonsten mache das andere. Ja? In diesem Fall, klar, würde er immer den Sonstfall ausführen, aber man kann sich ja auch Blöcke bauen, ne, wo bestimmte Bedingungen nur unter bestimmten Bedingungen zutreffen. Gut, und genau so etwas wollen wir mal machen. Wir wollen uns einen Block bauen, der überprüfen soll, ob eine Zahl negativ ist oder nicht. Wir klicken auf Neuer Block, dann auf Prädikat und nennen den Block jetzt ist negativ. Okay, dieser Block benötigt natürlich eine Eingabe, denn man soll ja eine Zahl eingeben und dann überprüfen können. Wie wir die nennen, ist völlig egal. Ich nenne sie an der Stelle mal x. Naja, und was soll jetzt berichtet werden? Es soll jetzt berichtet werden, ob die Zahl x kleiner ist als 0. Denn wenn das der Fall ist, dann liefert dieser grüne Prädikatsblock hier wahr und dann berichtet auch unser gesamter Block wahr. Ansonsten berichtet er falsch. Wir testen das mal. Ist negativ 3, ist falsch. Und wenn ich jetzt minus 3 eingebe, dann ist es wahr. Genau so soll es ja auch funktionieren. Unser Block soll für den Fall, dass hier minus 3 eingegeben wird, ja auch wahr berichten, denn minus 3 ist ja kleiner als 0. Also haben wir damit einen Prädikatsblock, der richtig berichtet, ob eine Zahl negativ ist oder nicht.